Wie sagt man ohne Xingqu auf Deutsch? Keine Lust. Ich habe keine Lust. Zum Beispiel, ich habe keine Lust mehr auf Menschen und soziale Kontakte. Oder ich habe keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen. Kein Bock. Ich habe keinen Bock. Oder ich habe null Bock. Zum Beispiel, ich habe keinen Bock auf Schule. Ich habe keinen Bock auf Uni, auf das Studium. Oder auch, ich habe null Bock mehr zu arbeiten. Ich habe null Bock mehr zu studieren. Kein Interesse. Ich habe kein Interesse an einer Beziehung. Wenn du von einem Verkäufer bedrängt wirst, etwas zu kaufen, dann kannst du einfach sagen, nein, danke, kein Interesse. Oder ich bin nicht interessiert, aber danke. Ich fühle mich nicht danach. Oder mir ist nicht danach. Und das bedeutet auch, ich habe kein Interesse, ich bin gerade nicht in der Stimmung für etwas. Können wir morgen gehen? Mir ist heute einfach nicht danach. Oder wollen wir Karten spielen? Nein, ich fühle mich gerade nicht danach. Ich will nicht. Ja, einfach nicht wollen. Das klingt zwar nicht besonders nett, aber funktioniert gut. Zum Beispiel, ich will nicht lernen. Ich will nicht nochmal darüber reden. Ich will einfach nicht. Und wenn du dich etwas gehobener ausdrücken möchtest, dann kannst du einfach sagen, ich bin nicht in der Stimmung oder ich bin nicht in der Verfassung, etwas zu tun. Zum Beispiel, ich bin heute nicht in der Stimmung für Spiele. Oder ich bin nicht in der Verfassung, irgendjemanden zu besuchen. Und das Letzte. Mir ist nicht nach etwas zumute. Mir ist derzeit nicht nach Ausgehen zumute. Mir ist nicht nach Essen zumute. Oder heute ist mir nicht nach Deutsch sprechen zumute. Welche Alternativen kennst du noch? Worauf hast du heute keine Lust? Schreib's mir in die Kommentare.